Hallo liebe Leute, einen neuen Tag, neuer Daily Vlog. Ich bin so froh, dass ich jetzt keine langen Vlogs habe, so 21 Minuten am Tag. Das reicht schon. Es werden noch kürzere kommen, aber wenn ich jetzt ein bisschen schneller sagen könnte und mich jeder Mensch so schnell verstehen könnte, wisst ihr? Wenn ich schnell rede, versteht mich fast niemand, dann klinge ich wie ein Rapper, dann wird wie Capital Bra, wisst ihr Leute? Und ja, deswegen muss ich auch langsamer reden. Also ich bin um 1 Uhr aufgewacht am Nachmittag. Heute ist wieder nach 3 Wochen, also nach 4 Wochen mein erster Diättag. Ich habe zwar gegessen, 2 Teller, aber halt bis am Abend hält mich das jetzt dann satt. Nichts Süßes mehr. Das, was mein Bruder gestern gesagt hat, dann geh nicht zum Billa, dann hast du auch keine Lust, Süßes zu kaufen. Das stimmt natürlich, das hatte ich ja immer geschafft. Und ja. Und auch wenn ich hingehen würde, dann kaufe ich mir nur mein Wasser und gehe dann raus. Also ich habe mich schon im Griff. Schau mal, wie es die nächsten Tage wird. Ich werde euch immer jetzt davon berichten im Vlog. Und ich werde es nie, und ich vergesse es auch nie, weiter aufzunehmen. Und ja. Weiteres habe ich für Naturwissenschaften gelernt. Ich habe so die Sachen markiert, die ich auf meinen Lernzettel schreiben muss. In eigenen Worten. Und das schreibe ich dann am Abend, wenn ich zurückkomme. Falls meine Cousine zu Hause ist und früh von der Arbeit kommt, möchte ich sie mal besuchen, weil ich war schon seit 3 Monaten nicht mehr bei ihnen und ich hatte schon vermisst meinen Cousin ebenfalls. Wir sind zerstritten, weil ich mit meinem Cousin, er hat mir gesagt, so schreibe ich nicht an, wenn du mit anderen Menschen redest und so, die du nicht einmal kennst. Dann habe ich es zur Kenntnis genommen und mit denen den Kontakt abgebrochen. Halt, ich schreibe denen fast gar nicht mehr. Und jetzt gehe ich mich halt bei meinem Cousin entschuldigen sozusagen, egal was es ist. Ob er kommt oder in die Wohnung zu sich oder nicht, weil er ist beim Bundesheer, er macht als Bundessoldat und kommt immer Freitagabend und geht Sonntagabend wieder weg. Deswegen muss ich jetzt schauen, ob er zu Hause ist. Falls er heute nicht zu Hause ist, dann probiere ich es einfach nächste Woche und wenn er nächste Woche nicht zu Hause ist, dann probiere ich es einfach übernächste Woche, weil ja, ich probiere es einfach so, bis ich ihn einfach zu Hause erwischt habe quasi. Und ja. Das war's. So, Freunde. Ich war jetzt bei meinem Onkel. Die waren schon zu Hause. Ich habe meine Cousine bei der Tür angetroffen. Also, sie ist von der Arbeit gekommen. Ich habe sie getroffen und bin einfach zu denen hingegangen, weil ich lange nicht mehr bei denen war. Mein Cousin ist ja, wie gesagt, Bundessoldat und der ist ja noch am Wochenende zu Hause, deswegen bin ich jetzt heute mal zu ihm gegangen. Weil morgen habe ich viel vor und Sonntag habe ich viel vor. Mit Lernzetteln. Ich muss jetzt weiter nach Hause gehen und Arbeitsblätter für Mathe erstellen. Das ist mein größtes Problem. Weil ich will alles am Tag erledigen. Ich habe über den Kreis ein Arbeitsblatt gemacht und das wollte ich ja mal fertig machen. Und ja, danach kommt Prozentrechnung, Zinsenrechnung morgen dazu. Und die Verhältnisgleichung mache ich am Montag. Das muss ich mir auf den Kalender noch einplanen. Das ist noch etwas zu viel. Und ja, dann sage ich euch, wie es mit meinem Lernen geht, wie meine Lernzettel sind und Naturwissenschaften muss ich ja weiterschreiben. Gelenke muss ich weiterschreiben. Die Geschlechtsteile, Geschlechtsorgane, Niere und so, deswegen die Niere habe ich jetzt endlich mal fertig. Jetzt bin ich bei der Stoffwechselung und Ernährung, glaube ich, hieß das. Das muss ich noch weiterschreiben. Und ja, das ist mein Tag. Ich komme dann um 0 Uhr wieder zurück, werde ich weiter vloggen mit dem nächsten Tag. Ja, das war's mal von heute. Ja, das war ein echt leerer, ekelhafter Vlog, aber halt, was soll ich sagen? Also ja, bitte abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.